Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu diesem Video hier. Vor einiger Zeit habe ich euch das Mueller Terrier vorgestellt. Es hat anscheinend einen guten Eindruck gemacht und hat sich bis heute auch gut geschlagen, sage ich mal. Ich kann daran bisher nichts Negatives feststellen. Ein schönes Backup-Messer hat sich gut bewährt. Der Hohlschliff ist richtig gut. Gut geworden, also da kann man nicht meckern. Richtig schönes kleines Fix für unterwegs, für immer dabei. Nun habe ich mich natürlich weiter umgeschaut und habe bei Moela natürlich ein weiteres kompaktes Fix gefunden, nämlich das hier. Das ist das Colibri 9. Spanische Fans werden sagen, Colibri, das kenne ich irgendwoher, das Messer. Das ist so ein ganz kleines, öseliges, noch kleiner als das Terrier. Mitnichten, das gibt es in zwei Größen, einmal mit 7 cm Klingenlänge und einmal mit 9 cm Klingenlänge. Daher die Zahl hinter dem Namen, also in dem Fall Colibri 9 für 9 cm Klingenlänge. Das ist das gute Stück hier. Das Colibri 7 ist auf Augenhöhe mit dem Peccary, was ja eigentlich das Vorbild oder der Vetter des Victorinox Fixed Nummer S für den Outdoor-Bereich darstellt, was viele nicht so schön fanden. Aber gut, anderes Kapitel. Hier kommen wir zum Colibri Nummer 9. Wird in einer recht ordentlich gemachten Lederscheide, genau wie das Terrier, geliefert. Das Leder ist richtig schön dick, mehr als 3 mm. Der Gürteldurchlass hat auf definitiv mehr als 5 cm. Es ist alles sehr schön mit gelber Naht vernäht, finde ich richtig schön ansehnlich. Das Colibri Nummer 9 gibt es in zwei verschiedenen Griffvarianten, einmal mit Olivenholz und in dem Fall hier mit Korallenholz. Das Korallenholz wollte ich mir mal ausprobieren, es war einfach mal was anderes als das übliche Olivenholz. Davon ab, das Korallenholz ist auch recht wasserunempfindlich gegenüber, naja, im Vergleich zum Olivenholz und saugt sich auch nicht so schnell fest oder schwimmt nicht so schnell auf. Die Scheide sitzt sehr stramm. Ist, wie gesagt, gut gearbeitet. Druckknopfsystem hier oben. Schönes, kompaktes Maß. Kann man nichts gegen sagen. So, kommen wir mal zum Messer selber. Im Anschluss an der Vorstellung habe ich ein paar Sequenzen noch gedreht, die das Messer in Aktion zeigen. Ich hoffe, sie werden euch einigermaßen darüber Auskunft geben, wie das Messer so funktioniert und was es so kann. Ja, wir haben hier einen richtig schönen, ordentlichen Griff. Ich habe Handschuhgröße 9,5. Hier passt noch locker eine 10 drauf. Wir haben hier den Guard. Schleifkerbe ist auch minimalistisch gehalten. Wir haben wie beim Terrier einen Hohlschliff, der sehr, sehr fein ausgeführt worden ist. Der Klingenrücken ist nicht ganz so scharf in Firesea, wie man sich das wünschen könnte. Wenn, dann müsste man das definitiv mal nacharbeiten. Das ist leicht abgerundet. Ich denke, wenn überhaupt, dann unter schweren Bedingungen machbar mit dem Firesteel. Von daher mit der Feile oder mit dem Bandschleifer mal kurz drüber und dann ist das Thema durch. Wir haben vom Stahl her den 1.41.16, also praktisch den spanischen AN58 Stahl mit ca. 57 bis 58 Rockwell. Die Beschriftung am Messer ist recht spartanisch gehalten für ein spanisches Messer. Da habe ich schon andere Sachen gesehen beim Mueller. Da werde ich demnächst auch noch was zeigen, was total krass zugemalt ist, was man aber notfalls auch ändern kann. Ihr seht, das Messer ist schon ordentlich im Gebrauch gewesen. Ich habe da schon einiges in angestellt. Die ersten Schrammkratzer und Blessuren sind schon da. Ansonsten ist es ein schönes, taugliches EDC-Fix für immer mit dabei. Ja, die Klinge ist eine Spearpoint-Klinge, wie ihr seht. Also ist ja auch richtig schön spitz. Die Klingenstärke ist definitiv hier bei knappen 4 mm. Wir haben ein Full-Tang-Messer. Die Griffe sind gepinnt und geklebt. Hinten haben wir ein Lanyard-Loch mit dem Lederbändel, was mitgeliefert worden ist. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. So, machen wir nochmal kurz ein paar Maße. So. 9 cm Klingenlänge, davon sind 8 cm scharf. Eine Gesamtlänge von knapp bis zum Ende hinten sind wir bei 21 cm.
definitiv eine sehr brauchbare Größe für den Alltag. Auch hier nochmal im Vergleich, das Terrier ist doch ein halbes oder ja gut, ein halbes Hausnummerchen kleiner als das Kolibri Nummer 9. Sind beides sehr schöne, taugliche Backup-Fixed und ja, bereue es nicht. Kostenfaktor technisch, ich habe das für einen mittleren zweistelligen Preis bekommen, das Kolibri. Ähnlich wie das Terrier. Wird teilweise aber auch mit Olivenholz, teilweise auch im dreistelligen Bereich, im kleinen dreistelligen Bereich gehandelt. Also muss man schon gucken, wo man das kriegt. Ist auch nicht an jeder Ecke zu erhalten. Die Korallenholzgriffschalen machen eine schöne Optik aus, fühlen sich samtweich an. Die Verarbeitung ist insgesamt recht gut. Wir haben keine Ecken, keine Kanten. Es ist alles abgerundet, auch eben abgeschliffen. Also die Griffschalen sind auch gleichmäßig verarbeitet. Da kann man nicht meckern. So. Jetzt im Anschluss nochmal kurz die Bilder. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschö. Thank you.